ich bin Angela Franke. Ich habe das Fachgebiet für Radverkehr und Nahmobilität an der Uni Kassel inne. Ja, Radverkehr studieren? Ja, man kann Radverkehr studieren. Hier an der Uni Kassel, wir haben einen neuen Masterstudiengang. Der Studiengang Mobilität, Verkehr und Infrastruktur. Und seit Oktober 2021 haben wir hier die Möglichkeit für Studierende wirklich reinzugehen, in die nachhaltige Mobilität zu schauen, was ist Radverkehr, was trägt er bei, integrierte Verkehrsplanung, öffentlicher Personennahverkehr und natürlich auch sowas wie Verkehrstechnik. Das ist ganz wichtig, um dann ausgerüstet zu sein mit Methodenkenntnissen, mit Fachkenntnissen und eingesetzt zu werden als Fachperson dann. Nicht nur der Studiengang ist interdisziplinär, auch die Studierenden. Wir haben welche mit Politikwissenschaften als Hintergrund, wir haben welche mit Sozialwissenschaften, wir haben natürlich Bauingenieure, Umweltingenieure, Stadtplanerinnen dabei. Und dieser bunte Mix macht das sehr, sehr spannend. Wir haben auch Personen, die sind 20 Jahre in der Verwaltung und machen jetzt den Master nochmal als Weiterbildung. Denn mit einem dreisemestrigen Master ist das sehr gut möglich. Hier an der Universität Kassel haben wir einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit gelegt. Und das zeigt sich auch mit der Neugründung des Kassel Institutes for Sustainability. Das heißt, dass die Klimaziele in Lehre und Forschung gesamt in der Universität wie so ein Querschnitt verankert werden. Und das ist für mich natürlich eine riesige Möglichkeit, mit dem Thema nachhaltige Mobilität auch entsprechend eine Spielwiese zu finden und das zu ermöglichen, auch zusammen mit den Studierenden, aber natürlich auch mit meinen Mitarbeitenden im Team. Ja, mein Name ist Dennis Knese, ich bin Professor für nachhaltige Mobilität und Radverkehr an der Frankfurt University of Applied Sciences. Versuche das Thema Mobilität, Radverkehr nach und nach in die Forschung und in die Lehre hier in Frankfurt zu integrieren. Eine Besonderheit ist unser neuer Masterstudiengang Nachhaltige Mobilität, den wir ab Oktober 2022 gemeinsam mit der Hochschule Rhein-Main, der Hochschule Darmstadt und der Technischen Hochschule Mittelhessen anbieten werden. Also ein hochschulübergreifender Studiengang, der sich mit allen Zukunftsthemen der Mobilität befasst und erstmals auch einen eigenen Radverkehrsschwerpunkt bietet. Was mir besonders gut gefällt hier in Frankfurt ist der starke Anwendungsbezug bei unserer Arbeit. Wir sind ganz, ganz stark verbandelt mit den Kommunen, mit den Unternehmen, den Verbänden, weil das Thema Mobilität alle umtreibt, auch die Bevölkerung. Hier passiert so viel in der Region, zu allen Verkehrsträgern. Und dass wir hier mit unserer Forschung, mit unserer Arbeit einfach was bewegen können und auch Studierende dafür begeistern können, das gefällt mir besonders gut. Wir sind jetzt hier in Kassel im Plüscherviertel und wir können hier schauen, wie Infrastruktur für Radfahrende einladend umgesetzt werden kann. Wir haben ja eine Fahrradstraße, die ist schön markiert und natürlich auch sehr glatt und einladend für Radfahrende. Wir haben eine Doringzone zwischen den Pkw-Stellplätzen und der Fahrradstraße, wie so ein Sicherheitspuffer. Und dazu gibt es hier noch Fahrradabstellanlagen. Aus einem alten Pkw-Stellplatz ist er umgewidmet worden mit Fahrradbügeln und jetzt können dort bis zu 10 Fahrräder stehen. Und an der Kreuzung, gleich um die Ecke, ist eine Fahrradreparaturstation. Also für Radfahrende hier wirklich eine gute und einladende Infrastruktur. Wir sehen eine starke Polarisierung sowohl in den Medien als auch auf den Straßen, jeden Tag. Wir haben die Autofahrer gegen die Radfahrer, wir haben die Radfahrer gegen die Fußgänger, jetzt kommen die E-Scooter dazu. Alle kämpfen gegeneinander, hat man manchmal das Gefühl. Dabei haben wir eben einen begrenzten Platz und müssen versuchen, diesen zu teilen unter allen Verkehrsteilnehmenden und einfach sensibler auch sich mal in die anderen Köpfe hineinzuversetzen, um miteinander klarzukommen. Deswegen erfordert es ganz, ganz viel Respekt im Straßenraum, aber es bedeutet auch eben klare Regeln, die aus der Verkehrspolitik, aus der Verkehrsplanung kommen müssen. Nachhaltige Mobilität für mich heißt, dass ich eine Mobilität für alle Menschen ermöglichen möchte. Und das heißt von jung bis alt und für mich übrigens von 0 bis 100. Ja, das heißt also vom Kinderwagen bis hin natürlich auch mit dem Rollator oder auch eine lastenradfreundliche Stadt zu gestalten. Und nachhaltig in dem Sinne, dass ich wirklich ökologische, soziale und ökonomische Aspekte hier zusammen kombiniere und entsprechend allen Faktoren auch gerecht werde. Ja, für die Zukunft der Mobilität ist, glaube ich, ganz essentiell, dass wir auch die Lobbys der unterschiedlichen Branchen mitnehmen, dass die zueinander finden und wir die Mobilität eben von den Bedürfnissen der Menschen her denken und nicht von dem einzelnen Verkehrsmittel. Und dafür müssen wir auch Mobilitätsangebote kombiniert denken und nicht eben nur wieder Auto, Fahrrad, Fuß. Im Endeffekt ist es wichtig, dass wir hier denken an das Zusammenspiel aller Verkehrsteilnehmer und dass wir auch darüber nachdenken, dass das ein Baustein ist, dass wir viele andere Bausteine haben, auch um nachhaltige Mobilität zu erreichen. Und das heißt vor allem natürlich nicht nur das einzelne Verkehrsmittel. Wie sieht die Infrastruktur aus? Haben wir auch ein zusammenhängendes Fahrradnetz zum Beispiel? Haben wir die Möglichkeit überhaupt, ein bestimmtes Verkehrsmittel zu nutzen? Also das sind alles Gedanken, die hier mit reinspielen, um im Endeffekt eine nachhaltige Mobilität zu erreichen.